Hippo und Hippo ist halt auch ein sehr guter Spieler, wenn es für Support Scores jetzt einfach nur ankommt. Ja, muss man auch sagen, Drunkest Drivers haben Nico. Und ich würde brutal jetzt sagen, der schwächste Spieler jetzt in dieser Lobby wird Gatze sein. Aber Gatze mit seinem Aim ist auch nicht unbedingt so schwach. Also kann man auch sehr oft auf ihn zielen. Auf jeden Gatze Fall. Darf man definitiv nicht unterschätzen bei solchen Sachen. Bei nur Speedmaps würde ich halt wahrscheinlich dann, wenn Z10A sie spielen kann, sogar glaube ich die Apergy auf Lagenisa favoren. Ja, leicht favoren würde ich sie auch, ja. Weil die Drunkest Drivers haben zwar in den neuen Maxi für DT, aber die anderen beiden können halt nicht so gut Speed. Beziehungsweise ich denke, Hippo kann es einfach besser dann noch. So ein Gefühl habe ich zumindest. Aber ja, mal schauen. Ja, auf der anderen Seite haben wir dann halt noch Z9A und Nico, die ziemlich gut auf Speed sind. Nico hat halt sehr große Schwierigkeiten mit Speed. Er hat schon sich daher um einiges verbessert, aber wenn es um mehr stamina-haltiges Speed geht, insbesondere längeres Speed, und umso höher es geht, umso schwieriger wird es für ihn. Also 260, genau. 270 schickt er gar nicht hin. Er hat sich schon gebessert, das auf jeden Fall, man merkt. Aber es reicht noch nicht für so Stamina-Speedmaps. Ja. Okay, wir sind schon mal bei den Rolls. Jawohl, die Rolls. Z9A will nicht rollen. Aha. Nein, aber so nicht. Ja, muss. Ob er will oder nicht. Ja, 40. Ein 43er Roll ist nicht schlecht. Es ist leicht unter den Durchschnitt, aber kann auf jeden Fall damit noch gewinnen. Um Himmels Willen. Aber das ist halt die gleiche Person, das ist nicht das andere Team. Okay. Oh mein Gott. Boah. Das ist nicht euer Ernst. Wait. Es ist ein Tal, sie müssen nochmal rollen. Sie müssen nochmal rollen. Ja. Ja, da muss Z9A nochmal rollen. Vielleicht kriegt er jetzt 45. Das wäre besser als 43. Ja. 42 wäre eine coole Nummer. Das ist nämlich die Antwort auf alles. Hey Bro, was für Kamera im zweiten Roll eben? Guten Morgen, Aureola. Guten Morgen, Aureola. Guten Morgen, Aureola. Aureola, die 62. Aureola in Japan. Oh, 62 gegen 7. 7 ist besser als 3. Und als 1. Er macht aber die 7. Okay. 7. Oh. Selbst Jojo hat ihn auch rollt. Leo schreit 7. Jojo rollt 27. Nein. Okay, der Maxi wollt immerhin nicht die verschiedenen Omas hier. Oma Ages. Also, ich glaube, blaues Team wird hier jetzt vorfaden, da Maxi in den Knast geht. Ja, true, actually. Ich hab glaub der Maxi war das, das war der Julian, der 28 gewollt hat, nevermind. Maxi geht einfach in den Knast. Ja, Maxi in Jail. Es ist aus, Leute. Keine 900 PP-Scores von Maxi. Schade. Karriere vorbei, so Spieler. Ja, Life Raid mitten im Spiel. Man sieht einfach, wie der Cursor weggeht mitten im Spielen. Mhm. Wir sehen eine Bannung von keine Modifikation 2. Ja, nochmal 2 Ban. Nico und Maxi, ja. Man muss. Ui, das war der Pick. Man muss aber auch sagen, Nummer 2 ist eigentlich auch nicht mal schlecht für Apres-Ski-Obsgenießer.
ZNA kann streamen und Bearded Hippo, wir wissen, wie gut Bearded Hippo tatsächlich auch in Streams ist. Bestes Skillset von Bearded Hippo. Es tatsächlich überrascht mich ein bisschen. Ich glaube, es wäre andere Maps möglicherweise gewesen, die vielleicht ein besserer Ban wären. Ja, ich finde halt. Das Ding ist halt, auf Speed habe ich eh gemeint. Könnten die Appreciations halt gefavored sein. Auf Lower ja auch, normalerweise. Okay, hinten zwei Ban. Ja, das war klar gegen Leon. Ja. Ne? Hat Leon überhaupt einmal eine Hidden Map gespielt? Das weiß ich nicht, aber wenn keine Hidden Map, dann bestimmt eine Freelop Map mit Hidden. Oder Eminem. Könnte ich mir gut vorstellen. ET3 Bahn. Keine Ahnung, was das ist, aber vom DT2. Eine schnelle Map. Die, interessant. Ja, dass die schnelle Map ist. Möglicherweise hat ZNA einfach nicht confident hier Z9A zu outscoren und ja. Besonders in solchen Maps muss man halt auf Main Carry sich verlassen können. Und die Miss Magnus Map ist auch weg. So, jetzt haben wir alle Bands. Und jetzt kommen wir auf den ersten Pick. Nicht schwer zu sagen, wir müssen die anfangen wirklich. Worauf ich halt, weil das Ding ist halt, ich würde gar nicht sagen, dass sie so Maps haben, wo beide Teams eigentlich wirklich, wo sie sagen, da sind sie auf jeden Fall besser. Außer halt, die Appreciator auf Loyal bzw. Hidden. Sonst würde ich da nicht mehr sagen, dass es so richtig hard favors gibt. Okay, Freemod 2 Pick gleich von Anfang an. Oh, das ist ein Ban. Bossmod 2. Ja, Bossmod 2 tatsächlich. Genau. Für alle, die jetzt vielleicht das erste Mal hier sind, es gibt jetzt in diesem speziellen Pool einen M&M-Pick, das ist der Modded Free Mod. Man muss keine Mods picken, man kann alles No-Mod spielen, aber man darf auch Mods picken, wie man sich leichter tut. Das ist ein Actual Free Mod. Ja, dafür ist dann der Free Mod tatsächlich Force Mod, wo man immer einen Hidden und einen Hardwork haben muss. Genau. Es gibt hier keine No-Mod ohne mit Penalty oder in irgendeiner Weise, man muss das alles mit einem Mod spielen. Und für den Hardrock zählt als Hardrock. Jawohl. So wie es sich gehört. Man muss sich eigentlich jedes Mal Speed spielen, sagt er. Ja, okay, das wird eine Speedy-Lobby werden. Übertreibe jetzt nicht, das sind 2,25. Ja, das ist nicht wirklich Speed. Hatte ich ja natürlich das Opfer, na gut. Von mir aus. Kommt auf die Möbel. Und somit geht es los. Wir wünschen beiden Teams viel Erfolg, viel Glück, viel Spaß. Viel Geduld. Das wird bestimmt ein gutes Match. Oh, auf jeden Fall. Das wird sehr knapp werden. Arknights Background, PogChamp. Okay, also wir gehen in eine Starter-Map rein. Also wir sehen Z9A mit Hardrock, Nico mit Hidden, Bearded Hippo mit Hidden und Z10A mit Hardrock. Nico mit dem ersten sehr uncharakteristischen Break. Unsere Z-Numera mit Hardrock beide, wie unerwartet. Map nur 2 Minuten lang, also dieser kleine Break kann natürlich nicht von Vorteil sein. Z10A Break, aber dann als nächstes wieder, ja. Schauen alle sehr confident auf der Map aus, aber genau wie ich das sage, Breaked Hippo. Z9A traded aber. Break. Und jetzt Nico ist es Z10A mit Eco, oder? Ja. Trotzdem Vorteil hier jetzt noch auf der blinden Seite mit Nico der höheren Combo. Z10A baut sich aber auch was auf, Nico breakt aber.
Und jetzt ja. ZNA muss halt halten. Und ZNA holt sich auf jeden Fall jetzt gerade den Score zurück. Nico breakt wieder ZNA, jetzt die einzige wirkliche Kombo hier. ZNA baut sich jetzt wieder etwas auf, aber Nico und Hippo strugglen hier beide jetzt wieder ein bisschen. ZNA breakt! Und es geht wieder auf die rechte Seite. Jetzt tatsächlich Hippo bemerke ich, ZNA nicht unbedingt die beste Egg und breakt wieder. Ja. Aber die Trunky-Spiber bei seinen letzten Misses. ZNA. Haben derzeit noch den Lead. Kann aber noch in die andere Richtung gehen. Und fahren davon. Okay, Hippo mit einem kleinen Chain-Miss und das macht alles nicht gut und nicht viel besser. Score-Unterschied ist so hoch, ich glaube kaum. Nico breakt, Z9A müsste aber jetzt breaken, während ZNA hier alles essen müsste. Hippo mit der Supporting-Combo schafft es jetzt auch nicht mehr und das war's. Absolut gar nichts mehr. Na, Z9A mit dem Slider-Break-Score. Der Gap ist einfach viel zu riesig, um den wieder einzuholen. Ja, Z9A mit einem S-Rank, Z10A bisschen mehr, hat er sich schwer getan, aber trotzdem sehr convincing Win seitens Z9A hier. Also. Ja, auf jeden Fall. 700k auf der Map. Stabil. Ja. Der Reverse Slider Break. Ja. Der tut immer weh. So ein Reverse Choke überhaupt, wenn es ein Slider Break kommt. Also, während wir jetzt die Zeit haben, was habt ihr heute gegessen? Bei mir war es heute ein Omelett. Ein Omelett? Mit Aufbrot und Brot. Und Brot, okay. Also ich am Nachmittag von der Schule heimgekommen bin, also... Und am Abend gab es dann Fischstäbchen. Hm. Ja, bei mir, als ich von der Schule heimgekommen bin, ein Leberkäs-Semmel. Und jetzt die Kappramen mit einem Soju. Oh, nice. Ich habe mir Baguette aufgebacken und hab's mit Eieraufstrich, Schinken und Käse gegessen. Boah, sehr gut. Ja. Und Chat, was habt ihr heute gegessen? Ui, Warm-up. Ja, sollte ich vielleicht. Der Kai hat heute Schnitzel gehabt. Komm, lass mich. Da haben wir nur mit Hack. Boah. Danke für den Call. Ja, Chat, was habt ihr denn alle heute gegessen? Wir sehen hier Schinken, Käsetoast von Demystify. Gebrannte Mandeln von Ferrax. Bosna. Nudeln mit Hack. Bosna. Was ist Hack? Verschiert. Wahrscheinlich, ja. Wahrscheinlich. Hackfleisch. Ist, ja. Ja. Frikadellen und was? 6 an der Anzahl. 6 Frikadellen. 6 Kinder! Die Anzahl ist wichtig. Was für Kinder? Ja, ich hab nicht gewusst, dass Kannibalismus existiert. Wir haben die gute Scheiben. Banger Pick, Modded No Mod 1. Die nächste gute Scheibe. Alter. Das ist so ein Banger. Eher 8.5. Wir werden hier ganz klar einen Hard Rock von Z9A und Z10A hier sehen. Tempfengel wird hier mit Nomad oder Hidden spielen und Nico. Wahrscheinlich Hidden. Wahrscheinlich oder auch vielleicht. Sogar. Nico wird es wahrscheinlich auch mit Hardware spielen. Nico wird das Flow aimen. Nico wird das komplett Flow aimen. Das ist eine Space Stream Map für Nico. Bin mir sicher. Er will Tempi-Bits donaten. So ist das. Das ist für Nico einfach nur Space Streams. Ja, honestly für Nico Space Streams. Seid ihr dumm, fragt Nico. Dann. Also Leo nicht, aber Julian. Okay, nee. Julian mit Easy? Ja, das habe ich eh gerade gesagt, Hammer. Das ist an Tempi mittlerweile geht. Ich meine, verständlich, honestly. Und Easy von... Das ist die ja spielen auch eine, wirklich beide Easy. Die sind ja so am Troll. Also, ja, Leo verstehe ich komplett, aber... Ja, Julian, ja, aber Julian... Kann kein Easy. Come das on, Julian. Sind echt nicht Wahnsinnige. Nicht die Grand Finals. Und Nico come mit Nomad. Interesting.
Oh, Nico mit dem ersten Break. Ja, hier wird wahrscheinlich Leo sehr stark am Scheinen sein. Okay, Julian kann wohl doch easy. Julian bietet Sachen, what? Das ist unglaublich. Ich meine, denke, er hat letztes Mal easy gespielt hat on screen. Ui, Nico, das ist hier ganz schwer. Nee. Und ja, Apochi Obscure, die beide haben F-Scene hier. Der Score, der unten jetzt angezeigt wird, sagt ja nicht alles aus, weil es hier noch eine Multiplayer gibt. Wir sind halt so gesehen weit vorne gerade eigentlich. Ja. Oder nicht weit, aber schon um einiges, würde ich sagen. Z9A kann das aber mit einem Godplay hingekommen. Und ja, Tappy Fanger breaks. Und ZCNA breaks. Genau. Oh. Und jetzt hat Z9A die Chance. Nico wird weiterhin dauern müssen. Z9A immer noch mit einem FC, glaube ich, oder? Ja. Oh, das ist so falsch. Knapp. Er hält noch an. Nein, der Chain Miss! Oh, der Chain Miss. Und jetzt wird's wieder auf die Seite von Apogee Obstacles gehen. Chain Misses ohne Ende. Das ist nicht einfach von diesen Misses zu recovern, vor allem durch Notlock. Aber trotzdem richtig gut, das war von Maxi. Das besteppert. Also wirklich beide Seiten. Das ist wirklich ein Augenschmaus zuzuschauen. Ja. Unglaublich schwierige Map für viele Leute. Was für ein Multiplayer haben wir auf Easy? Was ist gerade nicht mehr? 1,5? Kann auch sein, kann sein, dass 1,6 oder 1,7 ist. 1,5. Okay. Ja, aber 1,5 ist ja absolut genug. Obwohl, es geht nach rechts. Ich weiß ja nicht, ob es genug ist. Absolut ist es genug. Wow. Da brauche ich keinen Taschenrechner dafür. Wie viel war der Multiplier nochmal? 1,5? 1,5. Das ist 250.000 drauf. Ja, da musst du mal rechnen. Ja. Das musst du nicht mal rechnen, nein. Holy shit. Aber trotzdem, 500k von Maxi, trotzdem sehr gut. Kann man nichts sagen. Ja, ZCNA hat er wohl gerade den Run seines Lebens. Modifikation Gaming. Happy Fangirl mit dem Slider Break. Du musst bitte den Punkt auf links verschieben. Ah, das ist komisch. Das ist nicht komisch. Das ist echt unglaublich. Es kam ziemlich unerwartet. Okay. Ja, somit beiden Teams gewinnen hier die ersten Picks. Keine Ahnung, wer das Skript geschrieben hat dieses Jahr. Hardrück 3 Picks vor von Team Drunkers Drivers. Ich glaube, nach der Map fühlt er sich honestly auf Hardrück, wenn er gerade so Precision gehittet hat. Deswegen. Da verstehe ich ihn, Maxi. Aviola hat einfach das Skript geschrieben, das ist ja. Ja. Was meinst du, weshalb er jetzt in Japan ist? Also, wenn das ein Aviola-Skript ist, da kommt irgendwann Kano rein und fängt an zu singen. Es ist so Kano-Konzert nach Grand Finals. Ja. Keine Ahnung. Er ist weit weg von uns weggegangen, dass wir ihn nicht kriegen können. M&M 2 ist. Ist die Kano überhaupt noch drin? Die ist die nicht gebannt? Ui, eine Katze. M&M 2 nein. Die ist offen. Ah, die ist offen. Ja, das ist Metzcore. Ah, ja. Die Metzcore ist offen. Ja, da. Metzcore, ja. Die will ich sehen, halt wirklich. Die ist halt einfacher mit Hardwork. Ja. Das ist ein sehr interessanter Lobbyname, der gerade geändert wurde, wahrscheinlich vom Team. Na gut. So. 2 Minuten nur. Ja, die wunderbare Torbot. Okay, Z9A mit dem ersten Break. Kann auf der Map sehr leicht passieren. Ja. Aber sonst alle Spieler halten sehr gut. Sehr guter Egg von Bill Hippo und Nico.
an. Nico Break, Nico aber Break. Jetzt haben wir nur noch zwei. Oh, never mind, das haben wir doch keine FCs mehr. Ja, und Nico hat jetzt tatsächlich die größte Combo. Score ist sehr ähnlich. Bei so einer kurzen Map kann das wirklich zum nächsten Moment auf die andere Seite gehen. Die Eggs sind eigentlich auch gerade ziemlich even. Bisschen auf Z9A-Seite gerade. Ja, Z9A und Z10A traden. Aber wieder hinten auf auch. Und Nico carried hier. Nico bringt es rüber und es geht immer mehr nach rechts. Und ich liebe Turning Client. Man kann da nicht im KI bitte machen, danke. Meine Güte. Jawohl, Nico jetzt die einzige wirkliche Combo und richtig, richtig hoch. Nico hält durch den KI. Ja. Alle anderen drei Spieler bauen sich jetzt wieder eine Combo auf, aber solange Nico hält, kein Problem. Nico noch mit einem S-Fank. Oh, das ist aber so. Drei Breaks? Auf Szenar nichts. Hebt nun. Ja, aber alle Nerves. Z10A hat jetzt Combo. Ja, und Z10A kann sich da auf jeden Fall jetzt wieder zurückholen. Oh, es war ein Bencher Break, okay. Okay. Das heißt. Aber Hippo mit dem Break wieder. Ja. Und das ist natürlich nur gut für die rechte Seite. Und Nico hält weiter. Schafft es eher, das zu S-Ranken? Er hittet die Rutscher. Oh, Z9A breakt jetzt. Break. Aber der Scores ist halt schon so weit auf der rechten Seite. Ist der Abstand viel zu groß? Ja, auf jeden Fall. Das haben die Drunken Drivers. Und Nico mit dem S-Rank. Holy shit. Nico, der Giga Carry. One Slider Break auf 2-Minute Fight, das hat er. Das ist schon. Hier werden Scores gesetzt in diesem Match. Absolut, richtig verrückt stark. Holy shit. Ja, ich glaube, er packt es gerade selber nicht den Score. Dafür habe ich ihn. Nico, noch immer eine sehr unterschätzte Person. Sehr stark, eigentlich sehr starker Turnierspieler. Hat ein sehr diverses Skillset schon. Aber das Einzige, wo Nisio sich wirklich schwerer tut, ist halt Reading und so. Aber wir sehen, Nico kann Hardwork spielen. Nico kann eigentlich auch Hidden spielen. mit High Air. Und ja, insbesondere Nomad ist ja ganz stark. Aber ja, das sehen wir, Nico ist halt ein 2K-Spieler. Die Drunk Drivers auf jeden Fall voll angesoffen unterwegs wieder. Ja, Nico spielt aber jetzt viel Fortnite. Aber dafür hat Nico diese Woche sehr, sehr, sehr stark den Pool geübt, das weiß ich. Aha. Und das zahlt sich gerade aus. Wäre es 7 auf jeden Fall. Da hast du so recht, Laser. Holy ja, es stimmt. Wasser ist nass. Ja. Und Österreich ist nicht schlecht im Lesen. Ja. Es ist halt wirklich so. Es ist so traurig eigentlich, aber es ist halt wirklich so. Keiner von uns kann es wirklich. Primat One direkt hinterher. Jawohl, der Primat One Pick von Team Apprecy. Obstergenießer. Auch eine gute Scheibe wieder. Definitiv eine sehr klassische Scheibe. Und wieder die gleichen Force Mod Regeln wie vorhin. Ein Spieler des Teams muss Hidden nehmen. Und ein Spieler Hardrock. Ja, Nomad eher 8.6 oder Hidden Spieler wird jetzt ein bisschen untergehen. Da wird Gatze einspringen. Weil Nico wird das wahrscheinlich nicht mit Hidden und Loya spielen wollen. Na. Wieder sehr kurze Map. Z9A wird hier ganz klar Hardrock spielen. Z10A wird Hardrock spielen. Und Happy Fangirl wird entweder Hidden oder Easy spielen. Das Ding ist, EPM 172. Happy Fangirl kann das spielen. Jede Map, wo sie sich aussuchen können, werden halt die beiden Z-Spieler Hardrock spielen. So. Ja. Das ist leid. Außer da ist sogar die 10, wenn nicht. Also in diesem Sinn wird das auf jeden Fall favored sein für Apres-Ski Obstler Genießer, weil halt Drunkest Driver der Reading-Spieler tatsächlich fehlt. Und wir sehen den Easy Pick von Tap Fangirl. Nicht überrascht. 172 BPM, wie gesagt, also wird kein Problem sein für Tap Fangirl zu spielen.
Schau dir diesen Aim mal an. Ne? Ja. Oh, Gatze mit dem ersten Break. Ja. Und Detonar traded. Nicht so mit Team A des FC. Ja, und bei so einer kurzen Map sind solche Breaks natürlich sehr, sehr schmerzhaft. Gatze jetzt wieder am Break. Bisschen A, Break zwar auch, aber boah, mit Happy Fangirl. Werden wir in den Grand Finals Pool ein SS sehen? Das sehen wir nach dem Freeze. Never mind. Nein, das tut nicht. Mir leid, Leute. Oh Mann. Oh, aber Fedora Goes ist hier, um zu beobachten. Ja. Er hat sein Auge drauf. Fedora Goes sieht alles. Ja. Es schaut zwar jetzt so aus, als wäre es favored für Team Blau, aber der 1,5 Multiplier macht es tatsächlich gibt in einen 40 bis 50.000 Vorsprung. Never mind, es geht immer mehr nach rechts, aber Gatze breakt! Und ja, durch diesen Break von Gatze geht es kaum mehr, also es geht zwar noch leicht, aber kaum das ist nur bringt. Easy und Gatze breakt wieder. Oh, TCNA breakt aber! Und das wird... Und der Lead rutscht weiter nach rechts. Na, aber ist trotzdem genug für Team Rot, na, sich damit den Win zu holen. War knapp, aber trotzdem 150.000. Ja, eben. 150.000 musst du rechnen. Ja, genau. Das ist der das Punkt mal. Für Abrischi Obst oder Genießer. Jedes Team holt ihren eigenen Pick bisher. War aber sehr knapp. Ja, muss man sagen. Ich hab 40.000 Unterschied mit dem Rechner jetzt. Ja, okay. 480.060 auf der linken Seite. Ich hab grad die rechte Seite nicht im Kopf. Ist ja egal. Ist wurscht. Warte, ich hab eh den MP-Link auf. Knapp. Oder warte mal. Bin ich deppert? Ja, ich bin deppert. Muss ein Score von ZNA ausrechnen. Wir wissen, welches Ding gewonnen hat und darum geht's. Ja, es war circa 40.000. So, CT2-Pick. Ja, um 50.000 haben sie es geholt. Gut. CT2. Von der Map habe ich ohne Glück keine Ahnung. Ja, CT2 ist halt ein Speedy-Pick. Es wird hier tatsächlich sehr in einen Z9A gegen Z10A sein. Z9A aber der stärkere Speed-Spieler. Der Speed-One-Track. Naja, 221 BPM, Iron 99, ja, aber 3,5 Minuten. Speed God Bearded Hippo kommt. Das glaube ich ist sogar ein okay Pick für Nico. Ja, weil es ist halt eben ist nicht so hoch. Und es genau. Es ist 99 AR und halt eben 220, 22 BPM. Irgend sowas. Das hört sich nach einem sehr. Das kann aber Hippo auch. Da hört sich halt noch nach Finger-Control, mir wird's gerade an. Und den Rhythms bisschen. Oh mein Gott, das ist Flow Aim Finger-Control. Ja. Dachte ich mir schon. Irgendwie sowas in die Richtung wahrscheinlich. Aber ja. Die Gamer werden uns recht eigentlich geht. Jawohl, und wir gehen jetzt rein. Also ich erwarte mir hier von beiden Teams eigentlich keine niedrigen Scoren. Na, ich glaube, das ist eine Map, die jeder wirklich spielen kann irgendwie. Ja, kann auf jeden Fall in beide Richtungen gehen. Ein bisschen ein Coinflip der Map, aber ja, bei der Map holen musst du einfach die Coinflip picken. Das Ding ist so eine Matchup, du Coinflips basically jede Map. Ah, das soll wirklich auf Pumper-Picks gehen für dich selber. Ja, wenn wir aus pure Stamina gehen... Also, pure Stamina also ist eigentlich wahrscheinlich Nico besser als Bild Hippo. Wir sehen aber jetzt den Break von Nico zuerst. Z9A wird ja auch kein Problem haben. Vielleicht wird sogar ein bisschen zu langsam für ihn sein. Z10A, ja, sehr uncharakteristischer Break da am Anfang. Aber bei der Länge von der Map ist das nicht Hippo so und Hippo Break.
Ich glaube, das Stamina wird hier keinem ausgehen, aber Hippo breakt wieder. Und damit haben wir noch einen FC auf der Seite, Team Blau, von Z9A. Oh. Und Hippo ist gerade wirklich schwer. Nico baut auch wieder langsam ab. Oh, und Hippo wieder mit einem paar Misses. Und Score-Unterschied von über 100.000 schon. Und Z9A breakt aber. Dafür haltet Nico und es ist Nico gegen Z10A. Mit einer mindestens 2% Eck-Advantage, was ich sogar so sehe. Ja. Ja, aber die Eck-Advantage wird nichts bringen, wenn die Kombo nicht da ist. Hippo breakt wieder. Ja, Hippo tut sich ein bisschen schwer auf dieser Map. Hauptsächlich. Ja. Oh, Z9A mit Break. Aber er breakt halt weniger als Hippo, was halt eben reicht jetzt gerade. Ich glaube, alle Augen sind tatsächlich gerade auf Nico seinen Screen. Der Nico und Zizina. Der Druck, der auf diese Spieler gerade gehen muss. Oh, Zizina breakt! Oh! Wird Nico halt erhält? Jawohl! Immer noch mit und der Score-Unterschied vor allem von 200.000. Er läuft so davon jetzt. Ja. Aber Combo Advantage vor allem. Er hat sogar den Triangle gehittet. Also wer ist der Tier-1-Spieler hier? Ja. Holy shit, Nico. Schau dir das mal an. Er hat heute so einen God-Day, es ist wahnsinnig. Er hat dann mal Vorteil ausgeschalten und ordentlich geübt. Ja, real. Aber Cola darf er immer noch trinken. Und Chips essen. Ja, Hippo tut sich auf jeden Fall sehr schwer. Z9A. Z9A auch nichts gebraked. Kann aber auch Banjo sein. Ja, mal schauen. Baut mir aber nicht nach Banjo aus. Nico hittet den nächsten Triangle. Oh. Okay. Nico noch immer im God-Mode. Hat er nicht sogar noch FC? Nein, er hat einen Break am Anfang gehabt. Okay. Aber das ist im Grunde komplett egal. Weil er allen davon tanzt. Oh ja. Allen davon. Er wohnt wie tut halt gerade so. Das ist so brutal. Oh, Nigga breakt hier. Auch wenn Zetina ordentlich aufgebaut hat am Ende. Es hat leider nicht ausgereicht. 1v2 von Nico. Was sollen sie tun, wenn Nico einfach am Gamen ist? Nico ist halt so hart heute am Gamen. Bist du behindert? Genau das habe ich gesagt. Also tatsächlich hat die Map doch mehr Stamina als erwartet. Und Nico hat halt durch dieses Aktiv, weil er halt noch so aktiv spielt und so viel spielt, hat er einfach mehr Stamina als Hippo. Ja. Ja, Reverse Choke und am Ende halt auch nochmal gemisst, aber gell. Das war insane, das Score. Maxi Tier 2 Spieler. Ja, genau so will ich sagen. Oh Mann. Zum Glück hat er einen T1 in seinem Team. So cool. Und was wird jetzt gepickt? Vielleicht eine Hidden 1 seitens Apache See Obstgenießer. Monet Nummer 2. Vielleicht, weiß ich nicht. Eher weniger tatsächlich. Ich glaube, Monet Nummer 2 wird wahrscheinlich eher Drunkest Driver favored sein. Nummer 4. Kann gut sein. Ja, Nummer 4 wäre kein schlechter Pick für Team Apache Obstgenießer. Hidden 1, okay. Hidden 1, ja. 1 und 3 im Team Map. Das war tatsächlich die höchste Wahrscheinlichkeit. Ja. Jedes Mal, wenn ich wahrscheinlich, muss ich kurz cringen. Wegen Mathe.
Density. Ja, eben, so wie Gusko sagt, das ist keine Reading Map, ich kann es mir nicht vorstellen. Das ist eine Nummer 1, ja. Was ich mir vom Song gerade vorstellen hätte, können wir so ein Nummer 1. Irgendwo soll angeblich die lustige Zahl... Ja, bei Nico. Bei Nico steht die lustige Zahl. Bitte nicht anschauen und nicht lachen. Oh nein, warum danke. Sagst du etwas? Ja, for real.
So, ich hoffe, ich kann es auch alles im Stream hören. Nein, ich höre nichts. Na? Tatsächlich? Gar nichts. Ja, weil du wahrscheinlich auf meinem kleinen Tisch oder so. Jetzt haben wir was. Ja, jetzt soll's gehen. Wir haben doppelte Geschwindigkeit 1 mit dem Klassiker tatsächlich. Ja. Ultras, die Galvanized Map. Ein wahrhaftiger Classic. Muss man, glaube ich, nicht so viel dazu sagen. Ich bin gerade nicht sicher, welche Dift das ist. Ob das schon die höchste ist, oder? Ah ja. Das ist eh die, die jeder DT spielt. Ah ja, genau. Die Oldschool Farm Map. Gott, ich kann heute absolut nicht reden. Ja, ist gut. Deswegen bist du beim österreichischen Cast. Na, wobei, die, wo jeder spielt, ist eine Dift runter. Ist automatisch zurückgegangen. Ja. Gut. In-Map. Gaming. Ist die Map so alt, dass es nicht mehr richtig klappt? Ja. Keine Ahnung, nicht für dich. Das ist wirklich eine ganz alte Map. Ui, man merkt schon, Hippo. Liegt alles zu late am Anfang direkt. Kann auch ja, sein, dass es ist aber nur der Anfang. Aber keine sehr lange Map, wie wir sehen. Ja. Und da tut sich dann Hippo mit dem Burst schon sehr schwer. Ja. Nico, auch nicht die leichteste Zeit, aber trotzdem besser als Hippo hier. Als Hippo, genau. Z9A, aber wir sehen die Egg. Comfortable. Als Z9A breakt. Sehr starker Aim-Spieler eigentlich. Und der einzige FC in der Lobby ist jetzt Z9A. Und jetzt zeigt Z9A seine Stärke. Die schnellen Jumps, die schnellen Bursts. Überhaupt in letzter Zeit. DT bei eben Top-Notch. Und Z9A breakt. Jetzt haben wir bei jedem ein Kumbo-Reset. Trotzdem 140.000 Tor-Unterschied schon. Maxi hat einen guten Lead gerade rausgeholt. Ja, Z9A jetzt eine leicht bessere Combo, aber schaut euch die Accuracy an. 98,9. Ah. Nico so. Gegen Hippo 4%, Z9A gegen Z9A 3%. Oder 2,5 jetzt. Ja, 2,5. Nico jetzt am Breaken. Ah, aber Z10A tradet und ich glaube, das fixiert hier schon fast. Also, Z9A müsste jetzt breaken und die anderen beißen müssen FC hin. Z9A breakt, aber alle auch. Ja, man breakt, aber die anderen auch. Aber das ist ein Kombo Z9A gegen das Rest, gegen das andere Team. Das war jetzt ein bisschen wie zu erwarten, sehr stark. Z9A gegen Z10A, Z9A, aber ich habe hier den besseren Score. Und sein Team, das hat hier auch einen sehr starken Supporting-Score. Ja, auf jeden Fall. Du bist der Nico nicht wirklich so DT spielt, sind die 250 nicht schlecht dafür. Ja, und Nico und Hippo sind beide sehr AR-geift. Ja, eben. Deswegen meine ich. Für das, dass sie 10 eigentlich wirklich können und halt nicht wirklich DT spielen, einfach deswegen. Ja, wobei die BPM bei dir auch riesig ist. Ja. Ja, der Koriander-God zeigt jetzt doch, dass er der Tier 1 ist. Auf DT auf jeden Fall. Und somit wieder die Nachricht. Wenn ihr den Prize-Pool für diesjährige OAT unterstützen wollt, könnt ihr das mit dem PayPal-Link im Chat tun. Alle Erlöse gehen direkt an das Prize-Pool und an die Organisatoren und an die Organisatoren. Genau. Aber wir haben lauter Banger in diesem Pool. Und bitte Panik. Das ist nicht Panik. Nein. Danke. Sing Music. Ja, ich bin auch traurig von. Es schmerzt. Outlook 2. Okay, Hardwork 2-Pack von Z10A. Das wird Hippo ein sehr guter Hardwork 2-Spieler, aber wir haben gesehen, was Nico auf Hardwork auch machen kann. Und ja. Z9A und Z10A kann man sich beide schon erwarten, dass sie das wirklich können.
Bang, das wird halt vielleicht einfach ein Pick sein, weil sie sich gut fühlen drauf gerade. Ja, 150 PM, Old Map, R10, Circle Size 6.5. Eine Mini Circles Old Map. Schauen wir mal, wie das verlaufen wird. Ich glaube, ZNA hat hier einen Vorteil über Z9A, auch wenn Z9A das sehr gut kann. Und Hippo gegen Nico? Ich weiß nicht, wenn wir auf Performance tatsächlich schauen, würde ich Nico sagen. Wenn wir aber auf Overall Skillset sagen, würde ich Hippo sagen. Ist Hippo, gerade wirklich schwierig zu sagen. Auf so einer Map würde ich halt Hippo usually favorieren. Ja, aber wir haben aber heute gesehen, was Nico heute für einen Banger-Tag hat. Oh, Nico und ZNA breaken zuerst. Hippo traded. Einziger FC hier noch, Z9A. Map ist auch wieder sehr gut mit 2 Minuten. Hippo breakt wieder. Und meine Katze ist da. Hallo Katze. Hallo Katze. Hallo Katze. Nicht zu verwechseln mit Katze. Und er setzt sich natürlich aufs Keyboard drauf. Oh, Hippo breakt wieder. Du Areola, ich glaube auch auf Eminence. Z9A break. Ja, Z9A break gar nicht gut für die Z9A Economy. ZNA gegen Nico. Und Nico ist break. Und jetzt hat ZNA die Chance, sich da wirklich was aufzubauen. Und diese Chance nutzt er aus. Jetzt kann er die Alkoholiker aus dem Auto ziehen. Oh jawohl. Und Z9A wieder mit dem nächsten Break. Gar nicht gut für die Z9A Economy. Ja, Nico jetzt auch mit dem Break. ZNA, absolute God-Mod gerade. Er ist halt am Kochen, einfach gerade auf Precision. Na, no, jetzt am Free-Combo-Part. Genau. Niemand kann ZNA aufhalten. Kommt jetzt der 600er Combo. Weil sich Z9A jetzt auch ein bisschen was aufbaut. Also das dürfen wir auch nicht übersehen. Ja, Z9A baut sich etwas auf, aber das bringt auch nichts, wenn ZNA so lange und so stark haltet. Und Nico Break. Nico mit dem Break. Ja, und das ist natürlich noch viel schlechter. Hippo tradet zwar, aber so wenig Map übrig und ZNA haltet einfach. Alle gewinnen ihre Picks. Es ist echt wahnsinnig gerade. Das wird echt zum Krawattenbecher auslaufen. Nico hat aber getradet tatsächlich. Das ist die Frage. Aber das wird nicht mehr viel ändern. Wenn es jetzt wirklich noch 4 Maps so weitergeht, dann wird es halt, ja, dann ist es der Tiebreak, aber es ist halt ein Breakpoint, der das ganze Match entscheiden, weil wir sehen, die Teams gewinnen nur ihre eigenen Maps jetzt gerade. Ja, sehr uncharakteristisch im OAT. Ich glaube, ich halt wirklich ein Breakpoint, das entscheiden kann, das ganze Match hier. Bestimmt kommt Eminon 2. Ich bin mir nicht sicher, ob Eminon 2 wirklich kommen wird. Ich könnte es mir schon vorstellen von Drunk Drivers, aber ja. Ich glaube schon, dass das kommen kann, auf jeden Fall. Nee, da haben wir was. Jetzt danke wieder. Danke. Ja, zu One-Fix, sagt er. Nickel. Nummer 4 Pick von Team Drunkest Drivers, das ist unerwartet. Das hätte ich mir eher als einen Team Rot Pick erwartet. Ja, same. Habe ich ja vorher noch gesagt auch. Dass das halt eher Nico suggest. Nico ist stark auf Nummer 4, das stimmt. Aber ich glaube, Hippo ist halt trotzdem stärker und ZNA. Es ist halt diesen ähnlich. Das ist halt ein wirklicher Coin Toss, das ist wirklich ein Coin Toss. Das kann tatsächlich der erste Breakpoint sein. Der Pick könnte nach hinten losgehen, aber mal schauen. Aber ZNA hört sich hier nicht sehr confident aus. An. Hm? Ja. Wir werden es ja gleich sehen. Ach, herrje.
Ja, das müssen wir dann danach klicken, ja. Ja. Nochmal mal gut nachsehen, bitte. Ey, wir gehen jetzt rein. Auch nur 2,5. Ah, super, danke, Hammer. Ich wollte Jojo gerade fragen. So, absoluter Banger-Song. Ein Klassiker. Ja. Sehr Tapping Nummer 4. Ja. Das hätte man auch mal geäckert, wenn ich. Oh ja. Aber kann er sich wieder zurückholen. Ich. I believe. Oh, Nico, der erste Break auf der Map. Break. Aber so, eine Map ist halt immer noch am Anfang. Wirklich, wirklich stark. Ja. Aber diese Map ist auch so kurz. 2 Minuten 30. Ja. Der kurze Pool. In der Kürze liegt die Würze. Oh, Drunk Drivers Reset. Hippo, aber oh, Z9A. Aber fast alle haben gebreakt, außer Nico. Gebreakt, außer Nico, genau. Und Nico hat jetzt die Chance, das wieder zu holen. Z9A nochmal mit dem Break. Ja. Die beiden können das jetzt auf jeden Fall wiederholen. Ja. Im Grunde ist es Nico gegen Hippo. Beziehungsweise Z9A hält wieder. Es ist Z9A gegen Hippo und Nico ist einfach Free Score. Ja. Genau, jetzt geht's wieder los mit dem Dorf, ja. Weil ich sagen muss, die Map gibt endlich ein bisschen eine Pause, honestly. Und ja, Score geht immer mehr nach rechts, kann sich aber mit einem einzigen Break jetzt sofort ändern. Der Slider-Stream, alle hitten es. Jeder hittet Slider-Stream. Jetzt die schnellen Bursts, aber Hippo ist der breakt und das ist gar nicht gut für Apres-Ski Obstgenesene. Lululul. Kann ich mal sprechen. Der verdammte Name. Nicht nur du. Und Hippo wieder am Breaken. Nicht mehr viel von der Map übrig. Scoreunterschied von 220.000. Nico einfach am Gamen heute wieder. Jetzt hätten wir auch noch 100 Kombo hinter ihm, aber... Ja, Nico beweist, warum er Tier 1 Spieler ist. Aber Break jetzt. Z9A tradet zurück. Aber das ist auch schon egal. Nochmal Break. Auch wenn Z9A 700 Combo hat, das ist zu wenig Web. Ja, der schlechtere davon Drunkest Drivers hat da mehr. Jo. Ja. Nico hat heute einen Tag. Nico. Actually, guter Call von Nico. Hätte ich mir nicht erwartet. Dass ein One-Miss. Mhm. One- und ja. Two-Miss von den Drunk Drivers. Noch immer kein einziger Breakpoint. Wie verrückt ist das? Oh, und bislang hat niemand das Minispiel gewonnen. Und ich muss das Zeug fixen. Vielleicht geht das schnell genug. Ja, GT1-Pick von Team Blau. Darauf nehme ich einen weiteren Schluck Sojo. Hardwork 2 Pick von Team Rot. Ich habe nur noch Wasser hier. Und das war jetzt die Nomad 4 von Team Blau. Okay. Ja, Strawberry Soldier to be specific. Genau. Und ja, ja, was sehen wir jetzt für einen Score? Für einen Pick? Es ist schwierig jetzt für Team Rot. ZZN und ein Team. Sie könnten für eine Nummer 3 gehen, aber Hardware 1 Pick, das ist AIM. Okay. Ist zu erwarten, Z9A sehr stark mit AIM. Einen zweiten AIM-Spieler haben sie nicht wirklich außer Gatze, aber das ist halt die Frage, so stark wie Nico heute performt, ist es vielleicht vom Vorteil, dass Nico einfach diesen AIM-Pick jetzt spielt. Und Hippo und ZZNA ist hier tatsächlich die stärkere Combo. Genau.
Ja, gut. Schneidzeralarm, so true. Ja. 200 BPM, 3 Minuten 30. Eine der längeren Maps im Team. Habe ich Team gesagt? Ja, fast gleich Team. Ein USA-Tech-Gruppe-Enger. Jawohl. Müsste ich paniken? Nevermind, muss ich nicht. Nein. So. Ja, Z10A, Hippo, Z9A und Nico. Und ja, jetzt werden wir sehen, hat Nico noch immer den Pop auf oder wenn wir jetzt zum Aim kommen, tut es sich ein bisschen schwierig. Nico auch nicht schwach in Aim, muss man auch sagen. Eckdrops, aber Hippo, und das sieht man einfach schon, hat hier schon mit dem Cursor gedanced und Slider, weil das war ein recht unnötiger Miss und er weiß das. Da ist der Hippo gar nicht glücklich drüber. Aber Nico tradet jetzt gleich wieder zurück und gleich Advantage geht jetzt auf Seite von Nevermind. Und Hippo wieder mit dem Break und der Egg Drop ist halt da viel. Z9A, Z10A haben wir sehr ähnliche Egg, beide noch am F7, wie zu erwarten. Kann sich aber jederzeit ändern, Nico Break jetzt. Score geht jetzt langsam wieder zurück auf Team Rot Seite. Der Pick ist aber ein Gamble. Z9A am Break. Und jetzt geht es schnell nach links. Nico und Hippo traden zwar sich gegenseitig, aber solange Z10A hier auf diesen Aim-Pick hält, sein Main-Skillset. Ja, was sollen sie dann noch tun? Schau dir die Egg an. Alles, was an Shake von Z10A da war, ist weg. Fühlt sich hier wie zu Hause auf dieser Map. Aber auch sehr starke Leistung für Z9A. Baut sich jetzt wieder eine Combo auf. Nevermind. So wieder mit dem Combo Break. Jetzt ist die einzige Combo tatsächlich an Nico, aber das ist natürlich weit hinter der 740er Combo auf die Z10A. Z10A noch immer am FC. Und Nico wieder am Breaken und das schaut gar nicht gut aus. Also Nico, ein bisschen einen besseren Score von Hippo, aber Z10A gapt einfach Z9A hier. Da wurde ich bei so einer Banger Map gerade invaded. Scheiße, man. Ja, Nico aber wieder am Breaken. Z10A am Durchgamen gerade. Er fühlt den Song. Aber ich glaube, das hat man gemerkt, weil Harvard 2 hat halt auch richtig hart performt. Hot Z10A breakt, also FC break. Hat da keinen, aber ich glaube, das ist bei genug ein Viertel der Map übrig, 340.000 Score. Z9A und Nico müssten jetzt beide komplett FC'en, während Z10A noch Minimum ein, zweimal breaken müsste, dass da irgendwie eine Chance nur wäre und ich selbst da bin ich mir nicht sicher, ob das überhaupt schon genug ist. Ja, der Score ändert sich kaum und genau die beiden Breaks fixieren jetzt die Sache. Sehr, sehr starkes Play hier von Z10A. Wir sehen bei der Egg von fast 99%. Es ist halt wahnsinnig, dass wir jetzt 10 Maps hatten und jeder seinen eigenen Pick noch immer gewinnt. Ja, die Coins sind gut für die Leute heute. Ja. Aber somit schaut es eigentlich fast für Krawattenbrecher aus. Ja, wie ich am Anfang vom Matchup prediktet. Das sagt nie niemals. Es kann auch immer zu einem Tiebreaker kommen. Also das sagen einen, wir ja einen, gerade. Breakpoint. Breakpoint. Upsi. Ein ja, auf jeden Fall. Und ich habe das Gefühl, dass wenn jetzt einer einen Breakpoint holt, dass das andere Team wahrscheinlich wieder einen Breakpoint holen wird. Das ist meine Prediction. Ja, entweder wird es den Tiebreaker enden, wo beide ihre eigenen Picks gewinnen, oder beide holen sich gegenseitig jetzt die Maps. Na, mal schauen. Ich wünsche mir einen Metzger-Pick trotzdem jetzt. Ja, Metzger-Pick ist wahrscheinlich eher in Seite von Drunkest Drivers. Ja, deswegen meine ich, ich hoffe auf einen Metzger-Pick jetzt nur noch. Die haben auch nicht mehr so viele Maps übrig, die sie picken können. Ja, eine Nomad 1 würde ich als Team Blau jetzt nicht unbedingt picken.
besonders nach der würde ich nicht Aim-Performance. Nummer 5! Oh, okay. Amazing Mirage. Ja, ja, ich meine, sehe ich auch. Macht Sinn. Insbesondere wenn wir jetzt. Ist das eine Speedmap? Na, das ist eine Akali-Map, das kann keine Speedmap sein. Interessanter Pick. R9.7. Nico kann das schon. Z9A kann das sowieso. Die ist alt, ja. Oder. Oh, Z9A, Uso Crash. Uso Crash, oder? Wie alt ist die Map? 2018. Ah, 2017 sind mit die 2018 drauf. Tage sagt er, aber wahrscheinlich älter als manche Uso-Spieler. Mit 6 Jahren. Es ist ein bisschen weit hergeholt. Es ist sehr weit hergeholt, aber es ist wahrscheinlich nicht falsch. Nicht mal Emmerich hat mit 6 Jahren gespielt. Ja, Legenden besagen, dass Nova aus dem Kinderwagen damals gespielt hat. Ah, okay. Ja, unser Urgestein. So, nette Gläser, die du hast. So. Also, wir gehen in den Pick. Ich hab gerade nur gegen die Social-Flasche geflickt. Alle jetzt essen, das ist ja crazy. Na Wahnsinn. Sie essen den Anfang. Nevermind, Hippo macht einen 100er. Ja. Aber Nico tradet den 100er. Ja. Okay. Wir sehen jetzt Egg Drops von Nico hier. Okay. Hallo, der ist doch noch ziemlich confident. Oh, Hippo mit dem ersten Break. Mit dem ersten Break. Aber Map ist lange, 4 Minuten lang. Ich bin ja froh, dass wir keine 100 Jahre lange Pools haben, auf jeden Fall. Oh, Z10A Break jetzt und Hippo wieder. Aber Nico tradet zurück. Z10A haltet aber noch stark. So, also Z9A. Sein Team wirklich stark gerade. Z10A und Hippo müssen sich jetzt ordentlich was aufbauen, dass sie wieder zurückkommen können, weil es geht jetzt natürlich nicht immer mehr nach rechts. Ja. Aber schaut sehr stark für die beiden aus. Beide 97% Egg. Alle haben über 97% und Z9A mit 98% sogar. Und ist leider alle. Und die Combo auch noch. Und jetzt kommt der KI und der geht hart. Z9A mit dem Break und jetzt kann wieder alles resetten. Es kann gleich wieder nach links gehen. Alle halten noch. Nico haltet auch noch. Ist noch am Leben halten. Hippo traded. Und jetzt ist es wieder auf Null. Jetzt haben wir wieder even Combos. Und die Slider alle hitten sie. Und Nico breakt. Z9A breakt. Z10A ist der einzige Score. Z10A breakt jetzt auch. Score-Unterschied von 50.000. Hälfte der Map noch übrig. Alles ist noch offen. Leicht favored hier für dich in Blau. Aber das heißt gar nichts. Leicht favored für die Egg auch. Aber auch so wenig. Ach so, das war ein Bunch-A-Break von Nico. Das war ein Nico Bunch-A-Break! Wieder mal. Der Tier 1-Spieler im Team. Okay. Oh, das ist so gefährlich, das ist so gefährlich. Ja. Überhaupt ein langsames Stream. Mit Nerfs ist das so schlimm. Du darfst weder shaken noch alle schnell halten. Werden. Nevermind. Hippo am Ende mit dem Break. Ah, Nico, Break ist tatsächlich. Ja, diesmal hat er gemisst. Aber Score-Unterschied 100.000, Z9A und Z10A im gleichen Score. Also gleiche Combo. Beide breaken zugleich! Ja, und das ist nur gut für Tankist Drivers! Ja, Nico breakt auch, Hippo hat 270 Combo. Oh, der Chain Misses, die Chain Misses, das ist gar nicht aber gut. Das Score ist gleich mal nach links gegangen durch diese Chain Misses. Ist aber noch ein Viertel der Map übrig, alles offen hier. Und die vielen Misses von Combo. Rechts. Durch den Break von Hippo. Geht's leider nicht mehr nach links. Z10A jetzt hält, könnte es noch holen vielleicht. Oh, Nico wieder am Break und Egg droppen. Z10A hat aber ein bisschen Combo, die dagegen hält. Aber Hippo und Z10A. Oh, Hippo breakt zwar, Hippo aber Z10A kann das noch holen. Wir haben noch ein Viertel von der Map übrig.
Score geht ganz langsam nach links. Aber wirklich ums Verrecken nach links. Das kann ganz schnell werden, wenn wir jetzt einen Break haben von Z9A und es geht nach links immer schneller. Nico versucht es am Leben zu halten, aber es geht immer, immer mehr nach links und jetzt ist Free Combo, wie es aussieht. Können Sie es dann holen? Oh, Nico breakt, Hippo breakt! Nur noch Z10A hat einen Score! 8K Unterschied! Holen Sie sich den ersten Breakpoint! Es geht rüber! Und es ist links! Z10A holt's am Ende mit der 700er Combo. Holy shit! In der letzten Sekunde! Ach Gott, mein Herz, Leute! Ganz am Ende mit der 699er Combo, hol das noch! Holy shit, das war close. Mit Match sind meine Katzen auf meinen Stuhl gesprungen und raufgeklettert. Das war noch etwas mehr Stress. 11 Maps, bis wir einen Breakpoint gekriegt haben. Ja, Z9A natürlich überglücklich, Z9A wahrscheinlich mega pissed. Ja. Der Break am Ende von Nico hier sehr, sehr schmerzhaft, wenn wir sehen, die beiden Kombos. Hippo hat nie wirklich eine große Combo halten können und trotz dieses Combo-Vorteils durch diese vielen Chain-Misses, die da wahrscheinlich durch diese Nervosität am Ende gekommen sind, einfach diese Loss reingekommen. Und das ist echt ein Blunder. Also ich habe jetzt wirklich die beiden schon wirklich am Winnen gesehen und dann diese ganzen Chain-Misses haben das echt auf die linke Seite wieder geschlagen. So. Und jetzt Matchpoint für die Apfelski-Obstler und Pick. Ich bin dir ehrlich, ich glaube, da kommt ein Nomad One jetzt. Ja, Nomad One wäre wahrscheinlich hier der beste Pick. Es wäre der beste Pick für sie. Ich würde es nicht verstehen, wenn sie es nicht picken, wegen ZNA, der absolute Nomad One-Spieler. Viele Leute bannen einfach Nomad 1 gegen ihn, weil es ist auch gegen ihn nicht random, er hittet es. Auch wenn er viele Streams hat. Das ist ihm ziemlich egal, er hittet es halt einfach. Er gamet sich da halt durch. Sie lassen sich viel Zeit, sie sind sich nicht sicher. Vielleicht überlegen sie sich eine DT4 oder eine Nummer 3. Eine Nummer 3 wäre natürlich auch nicht gerade vom Nachteil. Wir haben gesehen, die Nerfs von Team Drunkest Drivers sind hier wohl am Ende gedroppt. Und eine Nummer 3 könnte da wirklich sehr stark noch ein bisschen auf die Nerfs drücken. Leute, M&M 2 wird es nicht werden. Ja, nochmal ein Pick, das Safe Pick von Team Rot. Ja. Und jetzt wird's knapp. Wird sich meine Prediction äußern? Wird es passieren? Bewahrheit. Sag mal, krieg ich's hin? Bewahrheiten. So. Danach kommt bestimmt M&M 2. Weil er der letzte Map-Pick für heute. Weil entweder ist das Match jetzt aus oder Tiebreaker. So, und wir gehen gleich ins Match. Die Spieler können das gar nicht mehr erwarten. Wird es die letzte Map sein oder wird es der Tiebreaker sein? Das werden wir in 3 Minuten 45 erfahren. Ich musste nicht ein einziges Mal den Panic-Button in diesem Match drücken. Das ist ja verrückt. Map 3 Minuten 45 lang, das macht es nicht viel angenehmer für mein Herz. 7 Sterne, 200 BPM Map. Sollten alle eigentlich sehr comfortable spielen können. Hippo kann das. Fall. Nico kann das auch schon. Aber jetzt haben natürlich alle Spieler nochmal Nerfs ohne Ende. Ja. Oh ja. Es ist Matchpoint für Team Rot. Sie werden den Druck spüren, aber genauso viel wird der Druck auf den Team Drunkest Drivers sein. Weil wenn sie das nicht gewinnen, sind sie draußen. Hier geht es ums Tournament Life. Um den dritten Platz. Alle Spieler recht konsistent. Ja, alle streamen, alle sehr starke Streamspieler und man sieht es einfach. Der Punkt sehr gut mit Aims, sehr gut mit Streams. Nicht entscheidend. Hier geht es um die Kombos und Z9A ist der erste, der breakt, der Tier 1 Spieler von Drunkest Drivers. Und das ist etwas, was sie sich ja nicht leisten können. Ist noch nicht so bam. Eine lange Map, aber das kann trotzdem so viel sein. Und Nico jetzt mit dem Break. Er schaut nur gut aus für Team Rot. Ist das der Win? Für Appleseed Ski Obstleaser. Z9A und Nico breaken ständig.
Hippo traded wird, aber Z10A, der AIM-Spieler, der auf Hardrock 1 so hart gecarried hat, zeigt genau wieder, warum man die Nomad 1 gegen ihn bannt. Ja. Hippo und Nico traden sich gegenseitig, aber solange Z10A hält, haben sie keine Chance. Ja. Und sie sehen jetzt die Scores, sie sehen die Combos und sie sehen, Z10A muss breaken, sonst ist es aus. Z10A mit 99%, Hippo auch mit 99%. Und Z10A breakt! Hippo trackt auch! 9A, die einzige Combo jetzt im Raum! Und Z9A ist gut genug, dass er den Rest noch FC'en kann. Es ist noch nichts vorbei, Leute. Er kann es auf jeden Fall, ja. Das ist die Frage, wie ich den Nerf zulassen. 150k muss er einholen. Das ist machbar. Hälfte der Map vorbei. Jetzt ein bisschen ein langsamerer Power. Jetzt sitzt in der Blue Screen. Na. Definitiv ziemlich knifflige Patterns, die wir sie gerade hatten. Also jetzt keine Resets mal. Leichterer Teil. Und Score sinkt immer mehr. Mit 150k hat es angefangen, 110k ist es jetzt, 100k ist es jetzt. Und sie sehen jetzt 90, die Kombos und jetzt sehen sie das. Dass Team Rot halten muss. Wenn Team Rot breakt, dann kann sich das Team Blau wiederholen. In the Coriander God we trust. Also wirklich ziemlich dünnes Eis für Team Rot derzeit. Und die Long Jumps. Jetzt ist ja die Frage, wer zuerst breakt. Einfach nur mehr at this point. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Z9A breakt. Der breakt. Der Miss-Aim. Und das Nico war's, glaube ich. Nicht mehr genug Map übrig. Abriss-Ski, Obstgenießler holen sich den Win gegen die Drunkest Drivers. Endlich sind die Drunkest Drivers von der Straße. Sie sind mit 180 in einem Baum. Führerschein weg, Auto weg, alles wird versteigert. Aus der Wohnung wieder geschmissen. Haucht. Warte. Frau scheidet sich. Ja, klebt. Aber und somit ein Win für die Apres-Ski Obstler-Genießer. Der Obstler wurde getrunken. Aber nun geht's gegen den Blohai noch an das Wochenende. Um den Win. Ja. Um die FOMOs. Und die Drunkest Drivers kommen auf den dritten Platz. GG. Ja, trotzdem auf alle jeden Fall ein sehr starke GG Leistung an beide Teams. Wirklich ein unglaubliches Match, was wir heute erleben durften. Sie haben sich alle in Szenen gut geschlagen. Ja, also Team Drunkest Drivers darf sich trotzdem für Medaillen freuen, die sie dann bei der nächsten Convention Meetup bekommen werden. und ja, wir werden dann übermorgen am Sonntag, vorausgesehen 21 Uhr, das tatsächliche Grand Final ist. Aber dürft nicht vergessen, morgen gibt es ein Soulmatch. Österreich gegen Deutschland, Cordoba. Es wird passieren, Leute. Also vergiss auf jeden Fall nicht, morgen das Showmatch anzuschauen. Hier wird dann wahrscheinlich gecastet von... Ich glaube, das sagen wir lieber noch nicht. Ich hab da was gesehen im Feed. Okay, sagen wir noch nicht. Also, ja. Das stimmt wirklich. Trotzdem alle sehr, sehr starke Leistungen von allen Spielern. Okay, steht auf dem Schild, okay. Steht auf dem Main-Shade, das stimmt. Wird gecastet von oben, Schmier und Sidewinder. Nein, das ist kein Schmier, das ist wirklich so. Und gestreamt von Hammer. Also vielen, vielen Dank für alle, die gekommen sind. Vielen Dank für Elfox und Alpharabe, die hier auch gecastet haben. Gerne. Danke für den Stream. Und see you next time. Macht's gut. Bedenk. Donate that.